Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue mit mir, dem Jan. Jetzt werden wir hier weitergehen. Und folgen. Hier, nehmt das Diebesgut. Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Ich weiß, ihr habt keinen Grund mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze nur. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Okay, renovieren. Welch gutes Werk! Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da, erstmal hole ich mir hier den Aussichtspunkt. Der Colonel behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist, allem, was ich tat, Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu den Finnegans und sie beruhigen. Ja, aber erstmal holen wir uns hier den Aussichtspunkt. So, und überall, wo das Feuer hochgeht, sind verschiedene Basis. Dann werden wir jetzt dahin laufen. Vielleicht werden wir uns noch mal hier durch diese Bar kämpfen. If you're less business here than Philip the Spaniel, get out. Nice, Kameraführung. Oh.
Dann sind wir auch hier fertig. We have seasoned veterans among our ranks here. Und laufen jetzt quasi zurück, in Anführungsstrichen, nach Hause. Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir. Seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich habe genug vom Eingesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fort wird ein Mann gehängt. Oh, das sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. So, jetzt läuft wieder eine Zeit ab. Ach, da waren wir ja schon. Knallkörper. Der Knallkörper versorgt für einen Tumult, der jedermanns Aufmerksamkeit erregt. Er ist perfekt geeignet, für eine Ablenkung zu sorgen. Mein Gott, Mütze. So. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja, kann ich nochmal neu machen, ne? Könnte ich das Seil einfach durchschießen? Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fort wird ein Mann gehängt. Oh, das sollten wir uns auf keinen Fall entgehen.
Angenehm. Aber was macht ihr hier, wenn ihr die Frage gestattet? Der Colonel schickt mich. Aha! Respekt, Jay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt! Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Bandschleicher, Schleicher lauern im Hinterhalt und versuchen beim Angriff unsichtbar zu bleiben. Man kann sie bekämpfen, indem man ihre Angriffe pariert oder Knallkörper benutzt, um sie rauszulocken. Außerdem weist einen der Kompass bei der Benutzung von dem Adleraugen auf den nächsten Schleicher oder Anführer hin. Ein Schleicher ist in der Nähe. Benutzen Sie Adlerauge, um sie ausfindig zu machen. Wenn ein Schleicher sie zuerst entdeckt, greift er an. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreisen wollt. Okay, alle Schleicher töten. Oben sitzt einer. By myself.
another one. Wo soll denn hier einer sein? Da oben sitzt noch, steht noch einer. Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Richtig! Bevor ich hier weitermache, sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.